Es gibt eine neue Förderung von der KfW. Es ist eine neue Förderung von der KfW geplant. Und ich möchte euch heute mal einen Überblick geben. Wo könnt ihr denn überall nach Förderungen, nach Vergünstigungen und nach Krediten, vergünstigten Krediten schauen? Und dazu kommen wir am Ende des Videos. Zunächst einmal steigen wir ein in das Thema, was gibt es denn für eine neue Förderung von der KfW? Bevor wir da einsteigen, teilt natürlich dieses Video gerne an die Leute, die das Thema gerade interessiert, und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ich halte euch hier natürlich immer auf dem Laufenden zum Thema Baufinanzierung, Immobilien und auch Förderungen. Und jetzt steigen wir ein. Es gibt eine neue Förderung. Es gibt einen zusätzlichen Bonus für sogenannte Worst Performing Buildings. Was sind die sogenannten Worst Performing Buildings? Und da möchte ich euch mal die Definition der KfW zeigen. Ein Worst Performing Building ist natürlich eine Bestandsimmobilie, die saniert werden soll, das aufgrund seiner Bauteilkomponenten zu den energetisch schlechtesten 25% des deutschen Gebäudebestandes gehört. Und das ist jetzt natürlich auch wieder eine sehr allgemein gefasste Definition. Als zusätzlichen Hinweis kann ich euch das Thema Energieausweis noch an die Hand geben. Da muss die Energieeffizienzklasse H ausgestellt sein. Aber es ist doch eine etwas längere Definition. Und die findet ihr unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und da aber auch dieses Dokument, was ich euch da von der KfW verlinkt habe, ziemlich lang ist, habe ich euch aber noch zusätzlich dazu geschrieben, wo ihr das genau findet und nachlesen könnt. Also schaut mal da rein, ob die Immobilie, die Bestandsimmobilie, die ihr sanieren wollt, tatsächlich in diesen Bereich reinfällt. Und bevor ich jetzt ausführlich auf diesen Zuschuss eingehe, zwei wichtige Hinweise. Einmal, bevor ihr natürlich irgendwelche Lieferleistungsverträge unterschreibt und auch anfangt, die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, müsst ihr immer erstmal schauen, dass ihr diese Zuschüsse beantragt. Es gibt immer bestimmte Förderrichtlinien, die ihr einhalten müsst, damit ihr nachher auch tatsächlich den Kreditvertrag bzw. auch diesen Zuschuss dazu bekommen könnt. Und ihr müsst in dem Zusammenhang auch einen Energieberater beauftragen, der euch eine sogenannte BZA ausstellt, also eine sogenannte Bescheinigung zum Antrag, dass ihr mit den Sanierungsarbeiten auch tatsächlich diese Energieeffizienzklasse erreichen werdet. Es gibt einen zusätzlichen Bonus von 5% zu einem Programm, was es schon gibt, nämlich das sogenannte 261er Programm. Und da sind die Energieeffizienzklassen 40, 40 EE, 55 und 55 EE mit dem sogenannten Worst Performing Building Bonus ausgestattet worden. Das heißt, ihr könnt hier einen bestimmten Kreditbetrag aufnehmen, bis zu 120 bzw. bis zu 150.000 Euro und bekommt in diesen Kreditvertrag einen Zuschuss. Das heißt, es wird dann ein prozentualer Anteil, in dem Fall habe ich es euch hier aufgelistet, 25, 30, 20 und 25%, bekommt ihr abgezogen wie eine Sondertilgung. Ja, das heißt, ihr nehmt beispielsweise 120.000 Euro auf und von den 120.000 Euro bekommt ihr dann 25% Sondertilgung sozusagen abgezogen im Kreditvertrag. Das heißt, ihr bekommt den nicht ausgezahlt auf euer Konto. Wie könnt ihr das Ganze beantragen? Beantragt wird das Ganze über die finanzierende Bank bzw. über die Hausbank. Wenn ihr eine Immobilie kauft, eine Bestandsimmobilie, dann könnt ihr bei der Bank, wo ihr das Ganze finanziert, und wenn ihr die Immobilie natürlich so sanieren lassen wollt, dann könnt ihr diesen KfW-Kredit direkt bei der Bank mit beantragen, weil ihr könnt das Ganze nicht bei der KfW beantragen. Oder wenn ihr nur diesen Kredit alleine beantragen wollt, dann könnt ihr in der Regel zu eurer Hausbank vor Ort gehen. Was ist die Hausbank vor Ort? Für diejenigen, die nur ein Online-Konto haben, Sparkasse oder Volksbank vor Ort. So viel zu dem zusätzlichen Bonus, den es hier geben wird für sogenannte Worst Performing Buildings. Wie ist eure Meinung dazu? Was meint ihr, warum gibt es diese Worst Performing Buildings Bonus jetzt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich denke mal, die Botschaft ist hier auch klar, dass der Altbestand gefördert werden soll, dass der Altbestand einfach saniert werden soll. Im Thema Energieeffizienz aktuell ja ein sehr, sehr großes Thema. So viel zu der neuen Förderung bzw. zu dem zusätzlichen Bonus. Welche Förderung ist denn für das Jahr 2024 geplant? Hier ist eine Förderung geplant ab April 2023 speziell für Familien mit Kindern. Und das soll so der Nachfolger für das Baukindergeld sein.
Da gibt es aber einen kleinen Unterschied. Das Baukindergeld ist ja als Zuschussvariante ausgezahlt worden. Also da gab es einen speziellen Eurobetrag, den ihr auf euer Konto überwiesen bekommen habt. Das hier soll eine reine Kreditförderung werden. Wie hoch der Kredit sein wird dann und welchen Zins, welche Konditionen wir dann tatsächlich haben werden, das wird natürlich erst kurz vor April 2023 veröffentlicht. Und es gibt bestimmte Einkommensgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen für die Familien mit Kindern. Und Familie mit einem Kind, das seht ihr jetzt hier, 60.000 Euro ist hier die Einkommensgrenze und jedes weitere Kind erhöht die Einkommensgrenze um weitere 10.000 Euro. Da bin ich mal tatsächlich nächstes Jahr gespannt. Einmal A, wie hoch wird diese Kreditförderung tatsächlich sein? Es wird wahrscheinlich ein Baustein sein, den man zu der eigentlichen Baufinanzierung zusammenlegen kann. Wenn ihr ein Kreditvolumen von 400.000 Euro habt, dann wird es ein Teil des Kreditvolumens dann wahrscheinlich sein. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wenn wir hier über die Einkommensgrenze sprechen und aktuell über das aktuelle Zinsniveau und über die aktuellen Immobilienpreise, dann habe ich hier ein kleines Fragezeichen, für wen diese Förderung dann tatsächlich nachher in Frage kommt. Sicherlich wird es schon für einige sinnvoll sein und einige werden es wahrscheinlich auch nutzen können, aber das werden wir tatsächlich erst im Jahr 2023 sehen, wenn wir einfach mehr Informationen haben. So viel zu der aktuellen Förderung, zu der geplanten Förderung. Was gibt es denn aktuell für Förderung und wo bekommt ihr denn aktuell einen Überblick? Und das möchte ich euch zeigen. Alle Infos findet ihr, wie gesagt, unten immer in der Videobeschreibung. Einmal könnt ihr natürlich bei der KfW schauen. Link in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr natürlich bei der BAFA schauen, auch Link in der Videobeschreibung. Und wo ihr selber mal schauen müsst, wo ich euch jetzt keinen Link in die Videobeschreibung gepackt habe, bei eurer Stadt, bei eurer Gemeinde vor Ort. Und da gibt es immer wieder Städte, Gemeinden, die irgendwelche Zuschüsse für Photovoltaikanlagen oder für den Bereich des Neubaus oder für den Bereich energetische Sanierung im Bestandsimmobilienbereich, wo dann Förderungen ausgelobt werden. Da müsst ihr einfach mal auf den Internetseiten eurer Stadt, eurer Gemeinde ein wenig recherchieren. Und wo ihr natürlich auch schauen könnt, sind die sogenannten Landesbanken. Jede oder fast jedes Bundesland hat eine eigene Landesbank und da gibt es schon mal vergünstigte Kredite und Zuschüsse. Da müsst ihr einfach mal schauen, in welchem Bundesland ihr lebt und welche Landesbank da euch spezielle Angebote macht. Dazu muss ich auch sagen, die Förderungen, die oftmals, zumindest die Kreditförderungen, die oftmals da ausgelobt werden, da gibt es auch Einkommensgrenzen. Und die Einkommensgrenzen werden oftmals tatsächlich weit überschritten. Und was man auch zum Thema Landesbanken auch noch sagen muss, es ist tatsächlich nicht immer so einfach, dort etwas zu beantragen, beispielsweise einen Förderkredit zu beantragen. Das sind teilweise, nicht überall, aber es sind teilweise sehr lange Wege. Es sind teilweise sehr lange Bearbeitungszeiten. Und in der heutigen Zeit, wo es teilweise wirklich sehr schnell gehen muss, ist das leider nicht immer umsetzbar. Und das Ganze ist, wie gesagt, oftmals an irgendwelche Einkommensgrenzen auch noch gekoppelt. So viel die heutigen Informationen zum Thema Förderung für euch. Hier kommt ihr jetzt zum nächsten Video. Hier kommt ihr zur Playlist Zinsen sparen und hier könnt ihr unsere kostenlose Beratung zum Thema Baufinanzierung anfragen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.